Martin Altamatten, Gratulation zum Sieg bei dem Halbmarathonrennen hier beim Gurner Grazer Mattmarathon. Erzähl mal, wie war es heute? Wie ist es gegangen heute? Ja, mir ist sehr gut gegangen. Ich habe gewusst, es ist ein gutes Starterfeld. Und habe probiert, meinen Rhythmus durchzuziehen. Am Anfang nicht zu viel forcieren. Und ja, habe wirklich wieder auf meinen Schlussspurt gehofft. Und ja, habe wieder im Schlussaufstieg alles können gut machen. Und ja, bin sehr froh, hier erst einzuläufen mit dem starken Feld. Im zweiten Rang der Alex, der zögert ins Ziel ist gekommen. Wie hast du ihn distanzieren? Ja, er ist eigentlich das ganze Rennen vor mir gewesen. Ich glaube, zeitweise fast 2 Minuten. Aber am Schluss habe ich gemerkt, dass ich immer näher dran komme. Und ja, am Schluss bin ich einfach stärker gewesen und habe die Differenz am Schluss wirklich nicht am Stutz können machen. Wo hast du noch können packen? Ja, es ist wirklich am Schluss gerade die Rampe, die auf Riffelberg im Riff geht, neben dem Zug. Und ja, es ist wirklich mein Gelände und da fühle ich mich stark. Und ist natürlich auch im Kopf ein Vorteil, wenn du von hinten auf den ersten kannst zulaufen. Nie in Krise, nie Schwierigkeiten, kein unterwegs auf den 21 Kilometern. Nein, es ist wirklich perfekt gegangen. Meinen Rhythmus können durchziehen, am Schluss noch können zusetzen. Und ja, es war natürlich auch ein super Wetter gewesen. Und ja, das ist sicher auch meinen Heimvorteil ausgenutzt. Also das ist schön, wenn man eben daheim gewinnen kann und den Sieg vom Vorjahr noch wiederholen. Ja, das ist ja so. Es war das erste Rennen seit diesem Sommer und habe mich sehr gut gefühlt. Und ja, ist sicher positiv. Aber das erste Rennen an einer strengen Saison, das ist schon so super gegangen. Da kann man mehr zufrieden sein. Ja, sicher. Ich konnte in den letzten 6 Wochen super trainieren und fühle mich gut, bin gesund. Ja, was will ich mehr? Also kann die Laufsaison jetzt so weitergehen? Ja, das ist ja so. Sicher, Ziel ist weiter gut zu trainieren und werde sicher nicht mehr so viele Rennen machen wie das letzte Jahr. Aber die, die ich machen will, ich sicher vorne dabei sein. Besten Dank und gute Erholung nach den Strapazen hier oben auf dem Riffelberg. Merci. Hey, hat es geschafft?